Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Factorio hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir versuchen uns hier da drinnen in der C-Blocks Challenge eine kleine Fabrik zu machen, die uns Construction Roboter herstellt. Natürlich dann am Ende Construction Roboter 2, aber hier bauen wir erstmal alles auf um Construction Robot 1, quasi in diesem Karree hier noch. Also hier möchte ich ja nicht Construction Robot 1 dann herstellen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, weil ich baue hier die Gelenke, ich will hier die Motoren bauen, ich muss dann noch das Fluggestell machen. Und dann, oh, mein Fluggestell, weiß ich noch gar nicht, was ich da alles brauche. Na gut, da brauche ich noch die Batterieherstellung vorher. Nein, kriegen wir alles hin. Gut, aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen umorganisieren mit unseren Förderbändern, wie wir das denn haben wollen. Denn hier sollen quasi sozusagen Fabriken entstehen, die dann in die Mitte quasi das abgeben. 1, 2, 3, 4 Fabriken sollen hier jeweils stehen, die in der Mitte abgeben. Warte mal, da steht eins zu weiter drüben. So, sieht das gut aus. So, so. 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 Und in der Mitte soll quasi ein Förderband hochgehen, wo denn der Brain oder der Brain Bug, hätte ich jetzt bald gesagt, also der Brain Chip drauf liegt, den die herstellen sollen hier. Die sollen mir nämlich herstellen. Jojoba Öl Construction Robot Brain. MK1. Quasi dieses hier. So, da müssen wir anliefern. Basic Components, Transistoren und Circuit Boards. So, Transistoren haben wir hier, ne? Die liegen da schon in den Greifarm drin. Wobei wir natürlich hier natürlich noch einen Shorty draus machen. Genauso wie hier ein Shorty draus gemacht wird. Hier einer und da einer. So. Gut, jetzt brauchen wir nämlich einmal 3, die auf der Seite reinlegen. 3, die auf der Seite reinlegen. So, und hier mal einer, der rauslegt. So. Gut, dann geht nämlich jetzt dieses Förderband hier auf die... Ne, warte mal, das geht an die... Eigentlich muss das Förderband auf die Außenbahn gehen, weil davon brauchen wir wahrscheinlich am wenigsten, ne? Wir brauchen ein Circuit Board, 3, 8, also davon brauchen wir am meisten eigentlich. 8 Stück, das greift sich sehr schnell weg, glaube ich. Das ist sehr schnell durch den Greifvorrat raus. So. Gut, das muss also dann dahin. Das Förderband wird hierhin umgelenkt, dass das hier drinnen liegt. Dann wird hier dieses Förderband genommen. Und in die zweite, warte mal, das ist eins zu hoch. In die zweite Ebene gegeben. Hier hoch. Geht das denn wieder? So. Dieses Förderband wird jetzt grandioserweise hier entlang geführt. So, jetzt muss ich dieses Förderband noch da kriegen. Na, das ist ja grandios gut gelaufen hier, wie wir das jetzt machen wollen. Das will ich da anschließen. Also wir können ja hier das nicht unterirdisch werden, also wir könnten theoretisch auch von hier außen kommen. So. Dann machen wir mal, warte mal, dann machen wir das mal so, so und das machen wir so und dann haben wir doch die Lösung des Problems parat. Wir gehen dann hier hoch, darüber, daran. Sehr schön, dann sind wieder alle Förderbänder miteinander verbunden, alles ist super, alles ist toll, alles ist wunderbar. Jetzt muss nur noch dieses Förderband, was hier hinten hoch geht dann, quasi, also was hier sozusagen startet, einmal hier rüber gezogen werden. Und jetzt haben wir keine Förderbänder mehr. Ja, grauenhaft, wie haben wir das hingekriegt? Guck mal kurz Förderbänder. So. Und wir müssen jetzt in dieser Folge übrigens kürzer werden, weil gleich fängt Formel 1 an. Die wollte ich nicht gucken. Also zumindest den Start will ich mitkriegen und so und das. Ja. Demzufolge, ich nehme am Sonntag auf. Genau. So. Wo haben wir denn die Förderbänder? Da haben wir Förderbänder. Ich benötige mal. Gib mir mal. So. Taschen voller Förderbänder.
Wir haben auch schon wieder alles andere mit in der Tasche, was wir jetzt nicht brauchen. So eine gerollten Sachen und so. Naja, gut. Das müssen wir dann alles noch wieder in der Produktion an den Stellen hinzufügen hier, damit das dann ein bisschen was abproduziert. Aber wird schon schief gehen. So. Gut. Also, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt wollte ich noch Förderbänder setzen. Und zwar muss ich jetzt dann hier oben einmal ganz kurz unterirdisch werden. So. Förderband. Kommen Sie mal mit hier, junger Herr. So, und dann hier runter. So. Gut. Dann müssen wir ihm jetzt sagen, du nimmst mal von dem Verband. Dann machst du genauso. Du auch, du auch. Dann machst du das, du das, du das und du das. So, und dir sagen wir mal einfach, du nimmst von dem Verband. Genauso wie der Junge hier, der Junge und der Junge. Der kann das auch sehr gut und eigentlich sind die alle prädestiniert dafür, aber so ein paar können es halt einfach. So, gut, dann setzen wir das Ganze hier mal unter Strom. Guck mal, dann machen wir hier, dann machen wir. Ah. So. Und schon geht das los und schon kriegen wir hier die ersten Brains geliefert. Die Produktion dauert ziemlich lange, das ist schon mal gut. Aber unsere Brains liegen hier. Das ist gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Alles klar. Also, wir haben Komponente Brain haben wir, Komponente Arm haben wir. Hier müssen wir noch die anderen Komponenten, dann, also Batterie und dann den Flugroboter und das eigentlich alles zusammen. Und dann müssten wir hier oben hoffentlich aus diesem Karree rauskommen mit fertigen Flug-Construction Robots MK1. Theoretisch, wenn wir davon genug machen, reichen uns die ja auch aus, ne? Aber. Was hat, ist denn der Unterschied zwischen MK1 und MK2? Steht das irgendwie dabei? Geschwindigkeit 34 km/h, Geschwindigkeit 22 km/h. Na gut, die sind einfach nur schneller, ne? Maximale Gesundheit ist auch noch ein bisschen höher. Na gut, die haben einfach noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit, ne? Das ist schon nicht zu verachten. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch Folgendes machen. Wir wollten das nämlich hier umleiten. Das heißt, wir leiten das hier unten mal ganz kurz so um. Und zwar so dicht wie möglich hier mit ran schon. Kann ich das? Ja, das ziehe ich denn hier einfach hoch. So. Dann ziehen wir das hier nochmal kürzer. Dann machen wir das hier mal erstmal lang. So, das mal hier lang. Ja, ja, ich weiß, dass ich das alles nicht aufheben kann. Das ist mir schon fast bewusst. Ich finde das ja auch sehr schade, dass ich jetzt nicht alles aufnehmen kann. Muss ich auch noch dazu sagen. Das finde ich extrem schade. Platz voll. So. Hält sich im Kopf nicht aus, ne? So, gut. Dann ist das nämlich jetzt so umgeparkt hier. Und dann müssen wir hier mit dem Motor noch ein bisschen vorsichtig umgehen. So. Das heißt, hier wollen wir jetzt die Elektromotoren draus machen und Elektromotoren mit reinlegen. Um Elektromotoren herzustellen, brauchen wir die grünen Chips. Das heißt, wir müssen hier irgendwo auch die grünen Chips erstmal noch herkriegen. Und dann müssen wir hier natürlich... Ach Gottchen. Ach, wieso habe ich denn eigentlich so viel... Komm, mach unter Rohre da draus. Das kostet am meisten von diesem Brass. So. Grüne Chips müssen wir jetzt holen. Die hätten wir hier. Ist ja nicht, als dass wir das nicht wüssten, wo wir sowas herkriegen hier, ne? So. Brauche ich mal hier einen, der uns das mal rausbaut. Danke. So. 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 Gut. Dann muss jetzt hier ein bisschen Förderband dazwischen gelegt werden. Kennen wir ja schon alles. Sehr schön bis dahin. So. Gut, die müssen wir denn hier durchlegen. Das heißt, wir müssen hier jetzt ein bisschen entweder unterirdisch werden oder...
anders unterirdisch wären. Das war natürlich schon mal total Blödsinn jetzt hier, ne? Das kann ich natürlich gar nicht brauchen, sowas. So ein Blödsinn. So, dann muss ich jetzt erstmal das Silikon da hinlegen, wo es hingehört. Das aus dem Inventar rauskriege. So, hier. Silikon kann ich jetzt. Ich habe hier ein bisschen was davon. Kunststoffstangen habe ich. Ne? Silikon habe ich auch. Kunststoffstangen habe ich auch. Kannst du haben. So, warte mal. Und dann müssen wir hier mal ganz kurz vor den Brettern und so. Kann ich dir auch noch ein bisschen was geben hier? Da habe ich was aufgesammelt. Was ich definitiv gar nicht mehr brauche. So, gut. Ja, wir müssen ein paar Inventarplätze wieder freiräumen. So, dann kommt hier. Kann ich den hier gerade hoch? Da kann ich gerade hoch erstmal. Da liegen dann grüne Chips drauf. Man glaubt es kaum. Ich muss hier noch einen länger werden. Wieder Silikon in der Tasche. Ach ja. Man kennt das ja. So. Dann müssen wir hier auch nochmal. Der Optik wegen. Gut. Dann geht das hier erstmal ganz gemütlich weiter mit grünen Chips. So. Da ist der grüne Chip. Jetzt brauchen wir Elektromotoren. Und das gar nicht mal so knapp. Ich habe noch 10 Fabriken. Alles klar. Das kann ich erwartet, muss ich sagen. Ich werde dann mal anfangen. In der Mitte legen wir raus, ne? 1, 2, 3, 4. In der Mitte transportieren wir nach oben raus. So. Du machst mir jetzt Elektromotoren. Genau. Wir müssen das ja auf Lücke stellen. Ja, wer hätte denn da wieder nicht dran gedacht? So. Gut. Elektro. So. Drehen. So, jetzt müssen wir das Schmiermittelöl natürlich auch noch hier einmal hochbringen. Und das Rohr. Gucken wir mal, wie weit kommen wir da? So, kommen wir erstmal bis hier hin. Dann würde ich sagen, so ein bisschen. Dann bringe ich das hoch. Das kann ich auch, hier kann ich das auch hochbringen, ne? Ja, ich bringe das hier hoch. In dem Bereich bringe ich das hoch. So, hier kommt es dann von da. So. 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 Sehr schön. Sehr schön. Gut, schöne Sache hat das. So, dann machen wir jetzt noch ein paar Röhrchen. Für den Hausgebrauch. So, jetzt müssen wir mal ganz gut gucken hier. Wie kriegen wir das dann unten ganz gut hin gemanagt? Komme ich da bis da hinten hin, wo ich hin will? Komme ich. Wunderbar. Na gut, da kommen, machen wir hier Metallrohr rein. Dann ist das schon mal da. Ist ja nicht weiter schlimm. Das hat ja keine Durchflussbegrenzung, deswegen. So, dann ist Schmiermittel nämlich auch hier rum. So, dann kriegst du nämlich hier nochmal einen Abzweiger rein, der uns das erstmal hier. Was brauchst denn du mehr? Du brauchst mehr Chips, ne? Naja, 2 zu 1. Ist das Verhältnis gut? Kann man machen. Ist eigentlich gar nicht so wichtig. Stehen die zu dicht beieinander? Ich kriege hier nochmal einen Harry. Stelle ich die jetzt aus dem Groß raus. Das ist mir völlig egal. So. Hallo? Problem, warum ich die jetzt da aus dem Groß rausstelle, weil hier immer genau die zwei. Oh, das ist auch blöd, ne?
Hier hätten wir quasi eigentlich die Zweierlücke, aber da haben wir ja gar nicht. Aber wenn wir denn jetzt von hier oben mit den anderen Materialien kommen, das ist schon ganz praktisch, wenn wir dann hier... Ach, da müssen wir auch noch drauf achten. Ist nicht einfach, ist echt nicht einfach, was wir hier wieder bauen, aber gut, okay. So, das heißt, wir müssen hier unterirdisch kommen und hier unterirdisch kommen. Jetzt mit einer unterirdischen Förderbinde. Auch sowas, wo ich dann immer so sage, so mein, nee, das ist so 800 Stück von in der Tasche, aber mal sind sie alle. Na gut, holen wir noch ein paar, ist ja nicht weiter schlimm. Wir wissen ja, wo es hergestellt wird. Wir kennen die Stelle ja. So, und zwar werden sie hier hergestellt. Guck, da sind sie. Zack, zack. Sehr schön. Ob das denn noch hier so hinhaut? Wir hoffen das Beste. So, gut. Also, wir haben Schmiermittel da, wir haben das da, wir brauchen jetzt... hier den nochmal. So. Gut, dann kommen da die Chips dran. Und dann kommt hier der hin. So. Dann wird der hier irgendwo mal unterirdisch. Ich glaube sogar genau hier wird er unterirdisch. So, na, da haben wir schon jede Menge Komponenten. Hier was reinlegen, da was reinlegen. Hier was reinlegen, da was reinlegen. So. Dann musst du jetzt einmal ganz kurz danach da abtauchen. Dann brauchen wir hier nochmal. Achso, weil wir da müssen wir mal gucken, wo wir den brauchen. 1, 2, 3, 4. So, der Motor, der kommt dann hier runter. Das ist ja auch super. Das geht dann hier hoch. Gut. Na, da steht schon mal fest, wer denn den Motor holt. So. Gut. Dann lass mal ganz kurz hier anditschen. So, dann brauchen wir hier ein Rohr. Da ein Rohr. Dann brauchen wir hier ein Rohr. Da ein Rohr. Und den müssen wir drehen. So, gut, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir hier nur noch dem sagen, dass du von weiterhin ein paar Elektromotoren holen kannst, ein paar Motorenteile holen kannst. Gut, Strom. Ein da, ein da. Ein da, ein da. Und dann kommen hier Elektromotoren raus. So, gut. Wir haben eine Elektromotorenherstellung. Die Frage ist, irgendwann wird uns das Schmiermittel ausgehen. Da gehe ich jetzt ganz fest von aus. Früher oder später. Wir haben zumindest das jetzt schon mal da. Wir haben die Elektromotoren, wir haben die Brains und die Dings. Die Elektromotoren brauchen wir ja zur Fluggestellherstellung, wenn ich mich recht erinnere. Da brauche ich Elektromotoren, Batterien, grüne Chips und Stahlträger. Und dann kann ich aus all dem den Roboter machen. Puh. Das müsste hier noch hingehen. Also ich müsste jetzt theoretisch hier unten eigentlich die Batterieherstellung machen und dann die, also Stahlträger herstellen, Batterien herstellen.
Elektromotoren, grüne Chips noch mit hoch ranholen, dann sind die Fluggestelle dran und dann könnten hier 4 oder 8 so eine Fabriken den Roboter machen und dann ist der Roboter hier oben dann raus und kann hier alles gemacht werden, damit wir den 1er-Roboter mit einem zum 2er-Roboter machen können. Also das sollte sich ausgehen. So. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier noch so alles an Materialien hinten nach hinten bringen können, was wir da so bauen, draus bauen können. Ich glaube, wir brauchen noch Aluminium, wir brauchen, glaube ich, auch noch Press. Also von daher, das haben wir dann alles hier hinten. Also können wir auch mal Pressrohre hier hinten irgendwo machen und ein paar Aluminium- oder ja, Pressrohre, Press unterirdische Rohre. Ein kleines Werk mal da irgendwo mit dazwischen bauen und naja. Okay, gut. Das soll es jetzt aber erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich werde mich jetzt gleich der Formel 1 widmen und ich hoffe, naja, wenn ihr das seht, ist es, glaube ich, ein Samstag, ne? Also, ich habe letzten Sonntag aufgenommen. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.